Moin Moin, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marschmap, wo wir jetzt schnell noch einmal hier an der Seite den Baum fällen werden und zur Seite schieben erstmal, bevor wir den später mal irgendwann mal einsammeln. Der ist aber eindeutig zu nah hier an sich am Feld geraten durch das Wendemanöver des Cosplay-Helfers. Ja. Der Stumpf ist ja fast ein bisschen hoch. Aber ich glaube, ich kriege ihn auch nicht weiter weg. Dann müssen wir mit der Stumpenfräse hier immer noch mal bei. Hä? Wieso will er nicht? Ist er nicht komplett durch? Das ist so ein komischer Baum hier. Geht doch. So, dann stellen wir erstmal hier irgendwo zur Deko hin. Vielleicht an die Lampe hier vorne. Ja, guck mal, hat doch auch was. Ja, über den Stumpf kann man rüberfahren. Da ist zwischendurch ein bisschen im Weg vielleicht, aber ich glaube, da kann man rüberfahren. Ich kriege den auch nicht weniger. Also hier geht nichts mehr weg. Ah, doch, eine Scheibe könnte man noch abschneiden, aber... Ach, das lohnt meistens nicht. Ne, das lassen wir. Den kleinen Knick lassen wir auch hier drin. Passt schon. Wir fahren weg mit dem Gruber, der kommt irgendwo in die Halle am Hof. Dann schicken wir gleich die Sämaschine los. Das vorne das Feld ist angepflanzt, das Feld ist angepflanzt. Dann haben wir es ja bald. Na doch, hier vorne steht immer noch Mais. Wäre ja auch nicht ganz uninteressant, komplettes Maisfeld hier zu erwerben. Oder wir warten noch und gucken, was danach da drauf gepflanzt wird. Weil so viel Mais von hier aus gesehen wegzufahren, ist echt immer ein ganz schöner Aufwand. So, sehr schöner Gruber, gefällt mir gut. Guter Mod mit der Flugfunktion. Gibt es bestimmt noch andere, vielleicht auch in größerer Ausführung. Wie gesagt, wenn jemand in der letzten Folge schon darauf aufgerufen, wenn jemand so einen Mod hat, einen guten Gruber mit einer Flugfunktion, der ein bisschen größer noch ist, gerne mal posten. Dann werden wir nämlich vielleicht nochmal andere Felder umgestalten. Oh, jetzt hängt er hier so ein bisschen. So, passt schon. Immer steht hier irgendwas komisch im Weg rum. Fahren wir den erstmal ein Stück zur Seite, den Schneidwerkswagen hier. Eigentlich müsste der Schneidwerkswagen ja hier auch irgendwo neben die Halle für die Dreschers. So wird das doch nichts. Wir setzen nochmal neu an. Und dann packen wir den hier vorne neben den Gülle- und Mistbereich. Hier hat er doch einen ganz guten Platz. So, das ist in Ordnung. Wir können mal tanken, wo wir gerade hier sind. Ja, Motor aus. Tank erstmal in Ruhe. Wir gucken mal kurz zur Brauerei. Ach, die Wasserdinger werden leer langsam. Dann müssen wir mal echt mal hier hin und Wasser auffüllen. Keine Bierfässer. Weil kein Hopfen. Aber die Gerste-Produktion läuft noch hier. Gerstebier. Haben wir schon wieder eine ganz schöne Ladung. So, wie war das denn? Hopfen. So, hat man schon angepflanzt. Und der ist jetzt auch gleich bei der letzten Bahn auf Feld 1. Wir müssen unseren neuen Heini hier nochmal sagen, dass er hier die Gerste anpflanzen soll. Dafür machen wir erstmal Vorgewände. Und dann können wir Wachstum wieder anschalten.
Guck mal, die Seemaschine fährt schon mal drüber, das ist schon mal gut. Wir fahren jetzt noch drüben die andere Seite ab. Ups, und dann gucken wir, was auf dem anderen Feld die Seemaschine gemacht hat. So, weiter geht's. Auch ganz entspannte 4.092.000 auf dem Konto. Auf jeden Fall Rekord für mein Single Let's Play. Aber keine Angst, wird bald weniger, ne? So, machen wir ungefähr hier den Helfer. Da müsste nämlich gerade dran vorbeikommen und hinten hoffentlich auch alles erwischen. Ist ja ein bisschen im Versatz, das Feld. Passt aber ganz gut. Gut, neues Feld wird angepflanzt. Passt gerade so. Nicht ganz gut, sondern gerade so. Wir schauen mal, dass wir den vom Feld runterkriegen. Hat er alles getroffen? Ja, sieht sehr gut bepflanzt aus, Feld 1. Feld 14 wäre auch nochmal interessant zu kaufen. 9 Hektar für 1,7 Millionen. 2 Felder für 1,7, so wie das hier und das nebenan ist ein bisschen teurer. Jetzt könnten wir sowieso dann eine ganze Reihe, noch hätten wir noch ein bisschen grubbern können, ein bisschen vergrößern das Feld. Kartoffeln, Kartoffeln, was fällt 4? Das sind 3,4 Millionen Feld. Hätten wir noch 600.000 und wir könnten hier einfach nur richtig viel Gerste ernten. Das Feld ist nur so kompliziert zu bearbeiten, in Anführungsstrichen. Zum Ernten relativ einfach mit AI-Vehikel, aber nachher zum Anpflanzen und so, da muss man ganz, ganz oft umsetzen und hin und her und ist ein bisschen eins der aufwendigeren Felder. Definitiv. 3 wäre ganz schön, auch für BGA Süd, weil man dann direkt dort Weizen machen könnte. Und das kostet zum Beispiel nur 2,2 Millionen. Schon wieder ein anderer Schnack. Aber hier ist aktuell noch nichts gewachsen. Ist nicht ganz so kompliziert von der Bearbeitung. Hat nur einen. Na, guck mal, hier sehen wir schon, wie schön da Weizen, Gerste entsteht. Auf dem ehemaligen Grasfeld. Wie schwierig nur so eine Entscheidung sein kann. Ich weiß es nicht. Ach nee, warte, hier wollten wir hier vorne noch nicht einklappen. Hier vorne wollten wir noch die Lücke ausbessern. So. Der macht schon mal Feierabend. Wir können mit dem natürlich jetzt auch noch ein bisschen Weizen anpflanzen, damit wir schneller fertig kriegen und wir schneller Wachstum wieder anschalten können. Können wir natürlich auch machen, ne? Fangen wir auf der anderen Seite an, dann haben wir beide Seemaschinen auf einem Feld mal kurz. Die großen, ist ja auch gut. Müssen wir noch auf Gerste umstellen. Da arbeite ich hier vorne ja ein bisschen ungenau, wa?
Wir fangen auf der anderen Seite an. Und dann kriegen wir das Feld heute auch fertig angepflanzt, denke ich, mit den beiden großen Sämaschinen auf dem Feld. Muss erstmal gucken, kriegen wir das so hin. Na, fahren wir doch ein Stück selber. Mal gucken, ob das passt. Große Nachfrage bei dem Stadion für Bierfass. Glaubt ihr das? Ah, Stadion Bierfass ist trotzdem nicht der beste Preis scheinbar. Auch wenn die eine große Nachfrage haben mit 7,5. Stadion bringt nur... bringt jetzt 9.000. Ist das traurig. Wir haben gerade alle Bierfässer bei Edeka verkauft. Und wir haben auch keine Bierfässer mehr in der Produktion. 10.000 mehr pro Palette. Bei 14 Paletten haben wir 150.000 knapp. Aber wir hätten mehr als 14 Paletten verschenkt. Ja, also manchmal lohnt es sich, auf eine große Nachfrage zu warten und das Lager tatsächlich erstmal voll zu knallen. Aber wenn man so ist wie wir wollen ja zwischendurch dann auch mal expandieren. Ja, haben wir es alles ausgegeben. Leider schade. Das ist deutlich schneller, er da hinten. Und für ihn reicht auch fast ein Vorgewende gar nicht. Irgendwas ist ja immer. Ja, dann werden wir gleich warten, dass die Felder wieder fertig wachsen. Wir stellen den Pflanzenwachstum auf schnell, aber trotzdem haben wir ja locker einen ganzen Tag Zeit. Werden wir uns jetzt mal so ein bisschen darum kümmern, die Produktionsstätten einfach alle nochmal anzulatschen. Mal gucken, was ist überall los, was fehlt überall. Versuchen dann auch gleichzeitig dafür noch den einen oder anderen Kurs zur Überführung vielleicht aufzuzeichnen. Werden auf jeden Fall Wasser überall nachfüllen müssen. Gut, er hat hier eine kürzere Bahn. Eigentlich können wir auch damit jetzt schon anfangen. Und hier, jetzt könnte man einen Helfer einstellen. Der schafft das jetzt schon. So, der macht das schon. Dann fangen wir nämlich an. Ja, das ist echt ärgerlich. Hier unten haben wir Wasser. Tiere, unsere Milchkühe ist noch alles völlig im grünen Bereich. Schweine und Schafe haben wir noch nicht, wollten wir aber bald haben. Wir gucken mal in die Holzverarbeitungsecke. Wie sieht es hier aus? Hier ist der Abraum wahrscheinlich wieder voll, wa? Nee. Hackschnitzel ohne Ende. Kein Holz mehr da. Palettenschieber voll. Das ist genau sein Problem. Ach so, kein hier Brennstoff mehr da. Ja, kein Brennstoff mehr da. Müssten wir hier mal mit dem Anhänger hin. Mit einem Gespann am besten, und Doppelgespann, aber das, glaube ich, haben wir derzeit nirgendwo stehen. Den fahren wir nochmal hier zurück. Und holen nochmal Wasser. Ja, der hat tatsächlich alles verkauft, schade eigentlich. Haben wir nur diesen einen LKW eigentlich? Dann sollten wir uns noch einen zweiten LKW kaufen. Ne, hier ist er doch. Den brauchen wir eigentlich, um Hackstätte mal zu nehmen. So, dann nehmen wir von hier einen Kursplay-Kurs auf. Fangen jetzt mal an, so ein bisschen Überführungskurse aufzunehmen. Dass wir in Zukunft, wenn wir wieder einen haben und den da brauchen, dann nicht jedes Mal selber fahren müssen. Und zwar wird das Hof zur Holzindustrie. Aber hier eine Minute, da eine Minute. Wir kriegen das mit der Zeit immer ein bisschen produktiver dann hin. Und damit er nicht zurückfährt sozusagen, kriegt er am Ende einen Pausepunkt. Ne, braucht man nicht. Man kann auch sagen, warte am Endpunkt oder so. Aber ist eigentlich egal, glaube ich, wie man das macht. Man kann ja, man hat ja beide Möglichkeiten.
fahren wir nochmal Hackschnitzel zur Zellstofffabrik gleich mit dem. Das ist ja auch eine automatische Route eigentlich. Leerpaletten sind hier auf jeden Fall massig. Auch gut. So, hier machen wir den Stopp. Sprengen das Ganze mal. Sagen. Das wird ein Üb. Das sind die Überführungsköse, nennen wir immer mal Üb. Hof. Holz. Hof zu Holz. Gespeichert, erledigt, können wir erstmal rauslöschen. So, hier nehmen wir vielleicht schon mal alles raus. Ist immer ganz gut, wenn wir hier mal leer kriegen. Da machen wir dann aber morgen mit weiter. Wir gucken jetzt nochmal schnell zu den Seemaschinen, weil die sind wahrscheinlich, hauen sie sich jetzt hier genau, blockieren sie sich schon gegenseitig. Ne, geht, aber der andere da vorne ist fertig. Kommt nicht mehr weiter. Hat fast überall perfekt gearbeitet, hinten außer eine kleine Lücke gelassen. Die müssen wir hier noch einmal nachbessern, dann kann der schon zurück in die... Zurück zum Hof. So, sehr schön. Können wir auf jeden Fall ab morgen wieder Wachstum entscheiden. Da werden wir morgen ein bisschen Hackschnitzel. Also morgen ist mal wieder ein bisschen Produktionstag, ne? Dass wir da mal wieder schauen, dass das alles zum Laufen kriegen. So, die Seemaschine kommt hier hin. Und dann warten wir darauf, dass unsere erste Ernte reif wird. Dann können wir uns auch schon eigentlich die Kartoffelroder mal kaufen bei Gelegenheit und hier schon mal zum Hof, zum ersten Feld fahren. So. Passt. Der muss noch nicht getankt werden. Das ist noch ganz voll. Der ist auch gleich fertig. Dann fahren wir auch den zurück. Das machen wir morgen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mit einem kleinen Like unterstütze mich. Und wenn ihr dabei bleibt, freue ich mich. Danke, bis dann und tschüss.